Ich glaube, man kann die Traktoren hier gar nicht mehr zählen. Es sind unendlich viele. Ich laufe jetzt nochmal hier ab. Ein Wahnsinn hier. Der Hammer, ey. Hier, soweit die Straße des 17. Juni lang. Alles voller Traktoren. Voller Agrarfahrzeuge hier. Ist echt Wahnsinn. Und komischerweise will ja jetzt Herr Lindner von der FDP auch gegen das Gesetz stimmen, obwohl er mitgemacht hat und es auf den Weg gebracht hat. Also man darf keinen von den Altparteien mehr Glauben schenken hier. Irgendwie ist das nicht normal. Aber die Aktion, ich hoffe oder ich denke mal, dass sie was bringen wird. Das ist alles nicht mehr normal hier, wie unser Land hier in den Abgrund getrieben wird vor diesen Hampelmännern in der Regierung. Oder Hampelmänner, Hampelfrauen. Wie gesagt, hier, die ganze Straße des 17. Juni steht hier vor voller Traktoren und landwirtschaftlichen Gerätschaften hier. Ist ja Wahnsinn. Und werden sie hier immer einrangiert, damit sie aufrücken, damit die ganze Straße des 17. Juni dann halt voll ist. Und hier kommen immer noch mehr angefahren, mehr Fahrzeuge hier, mehr Traktoren. Wollen hier noch lang. Das ist echt beeindruckend, ist das hier. Das ist schon ein Wahnsinn. Um 11 geht hier die Kundgebung los. Und hier ist ein Park- oder Halteverbot heute von 6 bis 14 Uhr. Und dann werden hier vereinzelt noch wieder Autos abgeschleppt, die hier im Halteverbot stehen. So, mit diesen Bildern schließe ich jetzt auch mal wieder mein Video und filme dann weiter, denn also ich wünsche den Bauern und Landwirten viel Glück, dass sie das noch alles abwenden können.